Vor allem für die Wall Street wird es jetzt langsam ungemütlich, denn China hat Zeit und kann warten, bis der Schmerz an der Wall Street so stark ist, dass Donald Trump sich bewegen muss. Und damit herzlich willkommen zum Ausblick auf die Märkte unter dem Titel China und das Warten auf den Schmerz. Donald Trump hat ja schlauerweise in der letzten Woche dann eine zweite Front im Handelskrieg eröffnet mit Mexiko. Hier soll es ab Mitte der Woche zu Gesprächen kommen, ob da was zu ändern ist, ob das nur so ein bisschen ein Poker ist. Sei es drum, jedenfalls ist das eine doch relativ toxische Mischung, wenn ich schon auf der einen Seite diese China-Story habe, diesen China-Handelskrieg und dann eben noch diese zweite Front aufmache mit Mexiko. Dann ist klar, dass das für die Aktienmärkte ein Problem wird. Ich hatte am Freitag gezeigt, dass es vorwiegend amerikanische Firmen sind, die davon selbst betroffen sind, eben Tochterfirmen von amerikanischen Firmen, die in Mexiko aktiv sind, dort praktisch nach mexikanischem Recht organisiert sind, aber eben faktisch Tochterfirmen von US-Firmen sind. Und dementsprechend wird es jetzt ein bisschen viel in Sachen Zölle, wird es auch der Wall Street langsam ein bisschen zu viel, und dazu kommen noch einige andere Faktoren. Einer der entscheidenden Faktoren ist jetzt, dass China am Wochenende klar gemacht hat, unter welchen Bedingungen man bereit ist, die Gespräche mit den USA wieder aufzunehmen. Man hat ein sogenanntes White Paper verfasst, in dem sich China doch relativ harsch gegenüber den USA äußert und die bisherige Handlungsweise den USA zuschiebt oder die Schuld den USA zuschiebt an dem Abbruch der Gespräche. Und hier finden wir eben einen ganz zentralen Satz, der sagt, unter welchen Bedingungen China wirklich wieder bereit ist, hier mit den USA die Gespräche anzufangen. Hier sagt man, die USA haben in letzter Zeit oder sind auf einen falschen Weg gekommen, haben sich aggressiv verhalten, und wir sind bereit, wieder zu sprechen mit den Amerikanern, wenn die Amerikaner eben die Zölle abschaffen. Erste Vorbedingung. Und zweitens, wenn sie Huawei entbannen sozusagen. Also das sind zwei Prinzipien, zwei zentrale Forderungen, die erstmal erfüllt werden müssen. Sonst gibt es keine Gespräche, und sonst wird es wahrscheinlich auch kein Gespräch zwischen Xi Jinping und Donald Trump geben Ende Mai, Ende Juni auf dem G20-Gipfel. Also das ist jetzt die Ausgangslage. China kann warten, kann Nadelstich für Nadelstich setzen. Die Wall Street kommt unter Druck, sehr wahrscheinlicherweise. Und irgendwann ist der Druck so groß, dass Donald Trump sich überlegen muss, wie er aus der Nummer wieder rauskommt. Eigentlich kann er diesen Huawei-Bann nicht zurücknehmen, weil eben innenpolitisch ihn das stark unter Druck bringen würde. Auch die US-Demokraten sind für diesen Bann, sind für ein schärferes Vorgehen gegen China. Das heißt, er hat innenpolitisch relativ wenig Spielraum, hier eigentlich zurückzuweichen. Dementsprechend entsteht spieltheoretisch jetzt eine ziemlich unangenehme, ausweglose Situation. Er kann im Grunde dann nur einen Deal bekommen oder die Voraussetzung für einen Deal schaffen, wenn er selber bereit ist, im Grunde all das, was vorher der Fall war, zurückzunehmen und damit ein Stück weit sein Gesicht zu verlieren. Ob er sich das innenpolitisch in den USA dann leisten kann, wage ich zu bezweifeln, sodass Trump jetzt mit den Mexiko-Zöllen, die alles andere als beliebt sind in den USA, Klagen von Unternehmensverbänden, von Bundesstaaten wie Texas, die eben stark mit Mexiko verbunden sind in Sachen Handel. Das wird für Trump jetzt eine relativ schwierige Ausgangssituation. Trump übrigens ja heute am Beginn seiner Europareise in Großbritannien, da werden wir bestimmt wieder lustige Headlines bekommen. Dann, und das ist für die Wall Street auch sehr wichtig oder für die Märkte sehr wichtig, wir haben hier den Wirtschaftsberater Kevin Hassett, der sein Amt niederlegen wird, der Wirtschaftsberater von Donald Trump, galt für die Wall Street als eine Stimme der Vernunft, als einer, der kein Wirrkopf ist, der kein extremer Ideologe ist wie Peter Navarro. Und dementsprechend kommen jetzt eben so langsam die Radikalen wieder in die erste Linie, wie zum Beispiel am Freitag Peter Navarro, der die Mexiko-Zölle bei CNBC gerechtfertigt hat. Man sieht also, es ist nicht mehr Larry Kudlow, der Schönsprecher, der Go-To-Guy der Wall Street, der hier jetzt offenkundig im Weißen Haus maßgeblichen Einfluss hat, sondern es sind eben solche Leute wie Peter Navarro und Leute wie
Kevin Hassett treten zurück. Das heißt, die Moderaten gehen raus aus der Trump-Administration, die Radikalen bleiben. Auch das nicht wirklich ein Zeichen dafür, dass die Dinge sich entspannen. Wir haben die Situation jetzt an den Märkten, dass wir bis Ende des Jahres, also bis Ende 2019, 3 Zinssenkungen eingepreist haben, respektive die Märkte davon ausgehen, dass wir 3 Zinssenkungen sehen werden. Da müsste, glaube ich, relativ viel schon passieren. Da müsste die Wall Street regelrecht abstürzen. Dass die Fed jetzt in so kurzer Zeit 3-mal die Zinsen senkt, das heißt, die Märkte sind vielleicht ein bisschen vor der Kurve in Sachen Zinspolitik, überschätzen die Bereitschaft und den Willen der Fed, sofort und schnell die Zinsen zu senken. Noch scheinen die Wirtschaftsdaten doch einigermaßen ordentlich zu sein. Apropos Wirtschaftsdaten, wir haben heute Einkaufsmanager-Index. Gewerbe aus Deutschland, letzte Veröffentlichung, daher nicht so wichtig, das gleiche aus der Eurozone, aber wir haben den ISM-Index Gewerbe aus den USA, darauf wird zu achten sein. Wir hatten heute Nacht die Daten aus China, Einkaufsmanager-Index Gewerbe auch mit 50,2, ein Ticken besser, aber eben nicht kriegsentscheidend derzeit, sondern kriegsentscheidend ist der Handelskrieg und da gibt es leichte Problemchen. Wir sehen die Situation, dass jetzt in den letzten 6 Monaten so viel Geld aus den Aktienmärkten abgezogen wurde, wie noch nie. Ein Wunder, dass gleichwohl die Märkte zwischen Januar und April so massiv gestiegen sind. Apropos Märkte, schauen wir uns die Chose doch mal an. Sehen wir hier den S&P 500 aktuell bei 2737 gleich mit dem Gap eröffnet. Da kommt der Handelskrieg, spielt hier eine große Rolle. Wir haben Antitrust-Untersuchungen gegen Google, also Antimonopol-Untersuchungen durch die amerikanischen Behörden, schießt jetzt sozusagen die Trump-Administration gegen die Fang-Werte. Das wäre natürlich ein Riesenproblem. Wir haben die Untersuchung Chinas in Sachen FedEx, nachdem FedEx ein paar Pakete nicht nach China, sondern in die USA zufälligerweise geliefert hat. Also hier eine Menge Belastungsfaktoren. Wir sehen den Dow Jones bei 24.667. Was macht der DAX aus der Geschichte? Der ist ein bisschen verunsichert, 11.639, auch durch den Nahles-Rücktritt. Das könnte bedeuten, dass hier die große Koalition jetzt ins Schlingern gerät, also hier die Dinge auch unsicherer werden. Das dürfte dann auch auf den Euro ausstrahlen, welcher aktuell bei 1,1178 handelt. Wir sehen, dass Gold jetzt weiter nach oben geht, 1312, dicke Rallye von 1275 kommend etwa. Wir haben dann das amerikanische Crude Oil noch bei knappe $53. Also China kann Nadelstich für Nadelstich setzen, hat seine Bedingungen klar gemacht. Je stärker die Wall Street unter Druck kommen sollte, umso stärker kommt Donald Trump unter Druck. Irgendwann wird der Schmerz zu groß, denn das Vermögen der Amerikaner ist in den Finanzmärkten geparkt. Nicht nur in den Aktienmärkten, aber nicht unerheblich in den Aktienmärkten. Wenn es da rauscht in den Depots, dann muss Trump gucken, wie er aus der Nummer wieder rauskommt. Das wird jetzt eine spannende Zeit. Ich wünsche erstmal einen guten Start in diesen Handelstag und sage ciao.